Ja, guten Morgen, Liam. Okay, geht zu Bella. Bella kommt gerade hoch. Da ist die Bella, ne? Da ist er. Ja, guten Morgen, Bella. Gesundheit. Okay. Wo ist die Bella? Da ist die Bella, ne? Du der Bella was zu essen geben? Ach, du bist aber lieb. Hm? Geh mal Gassi, Bella. Hm? Genau, das brauchen wir, ne? Damit wir der Bella das Essen geben können. Gibst du es mal der Mama? Ja, da holen wir das Essen, ne? Komm, wir holen uns unten das Essen für die Bella. Guten Morgen, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute nehme ich euch wieder eine Runde mit durch meinen Tag. Nicht wundern, dass ich diesen Cardigan hier anhabe. Mir ist irgendwie ultra kalt. Ich hoffe, dass im Laufe des Tages das Wetter noch etwas besser wird. Ich möchte nämlich auch gleich noch die Wäsche draußen aufhängen. Also was heißt gleich? So in circa 1,5 Stunden dürfte die Waschmaschine fertig sein. Und ich habe da hinten auch schon ein bisschen was vorbereitet, klar, Haushalt wartet auf mich, aber ich wollte euch jetzt erstmal begrüßen, beziehungsweise wollte mich ganz herzlich bei euch bedanken, und zwar für all die lieben Tipps, die ihr mir gegeben habt im letzten Video. Da ist so viel reingekommen. Ich wirklich, also vielen Dank. Ich finde es so klasse, dass ich so eine tolle Community habe, dass wir uns einfach gegenseitig unterstützen und helfen. Und deshalb liebe ich diesen Austausch. Wenn ich einen Tipp für euch habe, habt ihr dann auch wiederum einen für mich. Und so können wir uns eben gegenseitig inspirieren. Auch die Kommentare lesen, können da einfach mal nachschauen und sich das rausziehen, was sie eben brauchen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Wie gesagt, vielen herzlichen Dank. Ich hatte euch ja im letzten Vlog erzählt, dass ich Eisenmangel habe, und zwar einen sehr großen Eisenmangel, 1, 2, 3, und ich deshalb so erschöpft bin und müde und ich einfach keine Energie habe. Also das liegt mit Sicherheit auch noch an ein paar anderen Sachen, aber es wurde eben im Blut festgestellt, dass ich, dass mein Eisenspeicher einfach auf Zero ist, ne? Oder unten drunter. Ich habe mir jetzt auch noch auf euren Rat hin dieses Teil hier gekauft, also diesen Eisenblutsaft. Oh mein Gott, das schmeckt so ekelhaft. Wirklich, ich habe da so viel Mühe, das zu trinken. Ich muss hier 25 Milliliter nehmen und dann mache ich die Nase zu, kipp ganz viel Wasser hinterher, aber es schmeckt einfach nur ekelhaft. Aber wenn es hilft, ja, sei es drum. Knapp 8 Euro habe ich dafür bezahlt im Reformhaus, und ich esse ja viele rote Beete, Linsen, alles Mögliche, Feldsalat, aber ja, meine Mutter würde jetzt sagen, das schöne Stück Rindfleisch, das fehlt. Ja, kann ich halt nicht essen und mag ich auch nicht, und ich versuche das hiermit. Ja, aber wie gesagt, vielen herzlichen Dank. Ansonsten wollte ich euch eben mit durch meinen Tag nehmen. Ich habe heute wieder einiges geplant, und zwar werde ich zum einen in die Großstadt fahren. Oh mein Gott, wie aufregend. Nee, Spaß beiseite, aber ich wollte AirPods kaufen. Und zwar wird es eine große Verlosung für euch geben, eben als Dankeschön. Ich möchte einfach was zurückgeben. Es wird auch noch ein iPhone geben und einen Dyson-Staubsauger. Das ist nicht alles von mir. Ich mache das mit ein paar Mädels zusammen. Aber ich finde es einfach total schön, wenn ich dann eben auch was an euch zurückgeben kann. Und das muss ich erledigen. Und dafür bin ich eine Weile unterwegs, weil ich, wie gesagt, in die Großstadt fahren muss. Wir haben sowas nicht hier bei uns im Ort. Und dafür wird der Max für uns kochen. Da freue ich mich schon. Ansonsten wollte ich euch noch erzählen, dass sich einiges in meiner Speis getan hat. Da hatten mich auch viele gefragt, ob ich dazu nicht ein separates Video machen könnte. Das mache ich sehr gerne. Es wird allerdings noch ein bisschen dauern, denn ich kann immer nur etappenweise da was machen, da ich ja den Liam habe und immer mit der Leiter zugange bin und das mit dem Putzeimer und so weiter alles ein bisschen komplizierter ist, eben mit Kleinkind. Ich warte natürlich immer, bis er schläft, aber ich kann das nicht am Stück machen, auch wenn ich es gerne am Stück machen wollen würde. Ja, es geht halt nicht. Und dazu nehme ich euch sehr gerne mit. Die Möbel sind angekommen und wir haben sie auch schon aufgebaut. Ich finde, es ist richtig gut geworden. Ich habe ganz viel Stauraum und ich bin damit mega happy. Aber wie gesagt, ich muss das Ganze noch ein bisschen besser organisieren. Ich habe auch schon ein bisschen was mitgefilmt und werde euch dann sehr gerne dazu ein Video
online stellen. Und jetzt starten wir durch. Ich mache jetzt meinen Haushalt, wie gesagt, da hinten. Und ich habe auch ein hässliches T-Shirt an, deswegen versuche ich es die ganze Zeit zu verstecken. Das ist ein altes T-Shirt von Gianluca. Aber zum Putzen ist es lang gut. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass jetzt dann gleich die Sonne rauskommt. Und dann nehme ich euch mit durch meinen Tag. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Und los geht's. Also einmal haben wir jetzt hier die Variante oder die Variante. Ja, genau. Aber hier gibt es, glaube ich, keine mehr. Lasst mich mal schauen. Ah, da sind noch welche. Also entweder die oder die. Also ich habe gekauft Himbeeren, die sahen total lecker aus, dann Heidelbeeren, hier zwei große Packungen, Bananen, Birnen, dann habe ich hier diesen Ingwer-Shot gekauft, ich weiß, den kann man auch ganz schnell und ganz einfach selbst machen, hatte ich aber gar keinen Bock, das habe ich bei DM gekauft, ich habe bei DM noch ein paar andere Sachen mitgenommen, zeige ich euch gleich, dann habe ich hier noch diesen Gouda mitgenommen, dann hier diesen Cheddar-Käse, Blumenkohl und Brokkoli, was Süßes, Brötchen, Brot und Wirsing. Und das habe ich bei DM gekauft. Und zwar einmal hier diese Suppe, vegan, dann Apfelmark, hier auch vegan. Das hier, wartet. So, und zwar diesen Quinoa-Kichererbsen-Salat-Bowl, auch vegan. Dann eine Zahnbürste für den Liam, eine für den Alessandro. Das ist noch für den Liam und dann hat mich der Tee hier angelacht. Ja, und das war's eigentlich soweit von meinem Einkauf.
unterwegs. Gott sei Dank wurde dann das Wetter auch besser. Wir produzieren jetzt noch ein Bild. Also der Alessandro, der hilft mir. Hier sind die AirPods. Dann haben wir ein iPhone. Das ist allerdings jetzt meine Verpackung. Hier ist die Nintendo Switch drin, die ihr auch noch gewinnen könnt. Und ihr könnt noch den Dyson gewinnen. Also nicht diesen hier, das ist meiner. Aber den brauche ich jetzt eben fürs Bild. Wie gesagt, wir machen das mit mehreren Mädels zusammen so. Und ja, ich muss halt jetzt das Bild produzieren, habe aber natürlich nicht alles da, ist klar. Wir bestellen die Sachen übrigens dann auch bei Amazon, sodass sie dann direkt an die Gewinnerin oder den Gewinner verschickt werden. Das machen wir jetzt und dann essen wir endlich. Ich habe so Hunger. Ja, okay, also bis später. Ich hoffe, dass der Max das hinkriegt mit dem Kochen. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time. And I don't really break too easily, but I'm worth it. I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Ich wollte mich nochmal ganz kurz bei euch melden. Das hat der Max richtig, richtig gut gemacht. Das war ultra lecker, also das Gemüse, das ich gegessen habe. Und ich finde es so schön, dass der Max so gerne kocht. Allerdings sieht die Küche jetzt aus, als ja, wäre eine kleine Bombe explodiert. Wenn ich koche, mache ich es natürlich so, dass ich in der Zwischenzeit schon mal alles wegräume, was nicht mehr gebraucht wird und so weiter. Aber es macht er trotzdem spitze. Er geht jetzt für mich ins Büro und ich mache dafür die Küche sauber. Das nennt man Aufgabenverteilung. Jeder macht das, was er eben gerne macht. Und ich finde es toll, dass der Max ja, mich so unterstützt und ich mich vor allen Dingen auch auf ihn verlassen kann. Das ist wirklich ganz, ganz große Klasse. Ich würde tatsächlich für euch auch gerne mehr filmen, aber es ist jetzt zu dieser Corona-Zeit sehr, sehr schwierig. Es sind alle da, der Ablauf ist anders und aber es geht nicht nur mir so, sondern es geht uns allen so. Es ist schwierig. Auf Instagram ist es nochmal anders. Da kann man die Sequenzen sofort online stellen. Man muss es nicht bearbeiten und das ist auf YouTube anders. Es bedarf mehr Zeit, aber ja, ich hoffe, ihr freut euch trotzdem über diese kleinen Einblicke durch meinen Tag. Es sind ja natürlich nur ganz, ganz kleine und kurze Einblicke. Aber ich möchte euch einfach ein bisschen mitnehmen, ein bisschen inspirieren, vor allen Dingen ablenken zu dieser schweren Zeit und ich hoffe, ihr freut euch einfach. Ich gebe mein Bestes und wenn alles rum ist, dann wird es natürlich auch wieder anders hier auf dem Kanal. Aber ich kann es leider auch nicht ändern. Ich kann, wie gesagt, nach wie vor nur mein Bestes geben und das mache ich. So, meine Lieben, also der Liam ist da hinten schon in den Startlöchern. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Passt mir gut auf euch auf, bleibt mir gesund. Und vor allen Dingen, ja, schaut natürlich auch auf eure Mitmenschen und dann wird alles gut. Okay, also bis zum nächsten Mal. Tschüss!